Da sehe ich den anderen Datenkristall. Komm wieder drunter. Wir kommen da drunter. Aber warte mal, was ist mit der Sonde? Können wir. Die Sonde ist zu weit entfernt. Ich kann keine Verbindung herstellen. Immer noch. Dann schauen wir mal, ob wir den Kristall nehmen können. Ja, bitte nass sein, ne? Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich komme nicht ran. Vielleicht können wir ja mit einem Paddel. Ja, das Paddel hat genau die richtige Länge. Nein, das Rinnsal hat ihn weiter nach unten gespült. Na toll. Als ob wir es alle nicht geahnt hätten. Hier ist ein Knopf, der nichts macht. Ich denke mal, weil ich will keine Energie haben. Es passiert nichts. Ich vermute mal, hier müsste irgendwie eine Batterie oder etwas dergleichen rein. Eine Lampe. Okay. Können wir die dann da einsetzen? Aber passiert dann was? Was ist das denn? Da unten ist noch ein Sockel. Vielleicht für. Ich weiß nicht. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ich drück jetzt einfach nur auf Knöpfe. Kein Strom. Wie gedacht. Machen wir die Klappe mal auf. Ich bekomme meine Finger nicht in die Rillen. Dann nehmen wir damit vielleicht mal das Messer. Genau das, was ich brauche. Ja, das war leicht. So, was haben wir denn da? Durchgeschmorter Chip. So, kleiner Chip. Du hast tolle Arbeit geleistet. Aber jetzt wird es langsam Zeit zu gehen. Leb wohl. Ja, jetzt haben wir einen Steckplatz frei. Da fehlt ein neuer Chip. Dann holen wir einen von Chips frei. Geht's wieder zurück? Ranke. Ich glaube, da habe ich etwas Besseres als meine Hände. Was bist du? Verstehe ich nicht. Hä? Ich mache das besser von weiter oben. Hoffentlich hält der Schutthaufen mein Gewicht. Puh. Geschafft. Jetzt muss ich nur noch. Und hepp! So viel dazu. Jetzt muss ich nur noch wieder nach. Au. Na toll. Alles noch dran? Scheint so. Jetzt können wir auf jeden Fall runter und den Kristall holen. Ah, das ist die Ranke, okay. Hier muss doch bestimmt hier irgendwo der Kristall. Ne, warte mal, wo waren wir? Wir waren da. Der Kristall muss irgendwie hier zwischen liegen. Irgendwo hier muss der Datenkristall gelandet sein. Hier ist er nicht. Hier auch nicht. Komisch. Ich hätte schwören können, dass er hier runtergefallen ist. Wo hat das Wasser ihn nur hingespült? Wir haben doch Nigel gesehen, oder generell eine Person. Vielleicht hat diese Person den mittlerweile schon an sich gerissen. Sowas wie mit. Nee. Wir gucken uns erstmal weiter um. Vielleicht, ergibt sich die Frage nachher. Im linken Schaukasten stand ein alter Bildschirm, dick und klobig, wie dein Gerät da in der Ecke. Klingt, als wären sie in einem Medienarchiv gelandet. Ha, das ist toll. Man hat mehr Mühe in die Aufbewahrung alter Maschinen investiert, als in die Erhaltung des Klimas. Dieses eine Mal will ich Ihnen glauben.
Im rechten Schaukasten war eine große schwarze Scheibe mit einer Widmung für Elise. Das war eine Schallplatte. Wissen Sie, damit... Wirklich entzückend, wie Sie versuchen, Ignoranz vorzugaukeln. Schallplatten gibt es überall. Das kann nicht Ihre erste gewesen sein. Vermutlich war es sogar die letzte. Das kann gut hinkommen. Gehen wir mal hinten durch. Die Tür ist auf. Turbinenschloss. Was tickt denn hier? Hallo? Ist da jemand? Vielleicht ist die Sonne in der Nähe. Hey, ich habe eine Verbindung zur Sonde und... Oh. Weg! Aus! 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 Wer ist da? Hey, ich weiß, dass jemand da ist. Sprich mit mir! Lass mich in Ruhe. Was willst du von mir? Es ist auf jeden Fall nicht Nigel. Wer bist du? Wer bist du? Wer ich bin? Weiß nicht. Wer bist du? Ich bin Faye. Gibt es hier noch mehr Überlebende? Ja, viele Freunde. Ich habe viele Freunde hier, Faye. Der lügt. Was ist hinter dieser Tür? Das Magazin. Mein Zuhause. Er ist Nigel hier. Ich glaube, der kennt ihn gar nicht. Ist Nigel hier irgendwo? Wer ist Nigel? Ein älterer Mann mit Bart und Brille. Erst vorhin. Er muss hier unten irgendwo sein. Nein, hier ist niemand. Du sagtest doch eben, du wärst nicht allein. Ich sagte doch, hier ist niemand. Lass mich in Ruhe. Ich gehe dann mal wieder. Ja, dann gehen wir mal wieder. Jetzt gucken wir uns aber mal den Limo-Automaten an. Ach, ein Nutrimat. Wusste gar nicht, dass es die schon so lange gibt. Ein was? Red Curry Cola. Neu. Passiert nichts. Und im Moos nichts los. Ein elektronisches Schloss. Wie seltsam. Können wir das vielleicht mit dem Schraubendreher? Keine Ahnung wie. Wie schlau. Ich ziehe die Energie aus dem Schloss in die Batterie und kann es dann öffnen. Wie soll ich das Delvin denn nun erklären? Besser, ich behalte es für mich. Ach du Scheiße. Zur Info, ich hab's einfach mal ausprobiert. Vom logischen Denken her. Jetzt können wir auf jeden Fall den Automaten öffnen. Was ist das? Hey, das kenne ich. Das ist Geld. Nicht möglich. Das haben Sie sofort erkannt? Ja. Mein Vater hatte mir welches gezeigt, als ich noch klein war. Wir hatten nie genau verstanden, wie man es benutzte. Aber bald sollte ich es herausfinden. So, jetzt wische ich aber hier, ne? Das wäre ja lustig. Sieht aus, als könnte es passen. Jetzt ist es weg. So, und jetzt hätte ich gerne... Was ist denn da drin? Eine Red Curry Cola. Ich meine, ich komme ja mit den heutzutage mit den Sachen gut noch einigermaßen gut klar. Vanille-Cola oder Sherry-Cola, aber rote Curry mit Cola. Was haben wir denn hier? Jetzt haben wir uns jetzt mit Automaten beschäftigt. Eine Klappe. Und ein Schalter. Nichts. Ich muss wohl erst den Generator anbekommen. Das können wir bestimmt erst hin, wenn wir hier irgendwas... Oh je, das sieht ja kompliziert aus. Was ist wohl die Aufgabe dieser ganzen Schalter? Die Farbe der kleinen Lampe über dem Schalter hat sich verändert. Und der Schwimmer rechts hat sich bewegt. Vielleicht sollte ich ausprobieren, was passiert, wenn alle Lampen grün leuchten. Okay. Probier das einfach mal aus. Oh,
Die Sicherung ist rausgesprungen und alles wurde zurückgesetzt. Scheinbar darf der Schwimmer nicht zu weit ausschlagen. Ach, warte mal. Okay. Der Schwimmer ist schon wieder zu weit ausgeschlagen. Ich muss die Schalter wohl in einer anderen Reihenfolge benutzen. Ja, das denke ich mir auch gerade. Und so, dann geht er runter. Dann geht er hier ein hoch. Ah, da war der zu tief, okay. Also, hoch, runter, hoch, runter, hoch, hoch. Wie weit? Nochmal runter, nochmal runter, nochmal hoch, nochmal hoch, nochmal hoch. Okay. Ah, das war gerade hinsetzen, so. Das könnte ein bisschen länger dauern jetzt. So. So, nochmal. Damit können wir bestimmt resetten. Okay. Wenn ich das richtig verstehe, müssen wir auf grün kommen und der Schwimmer muss in der Mitte bleiben. Okay. Dann probieren wir halt nochmal. So, damit kommen wir ganz hoch. So. Und damit geht er runter. So. Damit geht er auch hoch. Damit geht er ganz hoch. Der geht ja gar nicht. Okay. Also. Achso, da zeigt mir die Position vom Schwimmer an. Also weiter geht nicht, okay. Ich muss schon die beiden auf grün kriegen. Ich weiß das nicht. Weil die drei, Entschuldigung. Der ist schon ganz unten. Der macht einen großen Sprung. Oh, jetzt habe ich drei. Drei, er springt auf drei hoch. Der geht ja gar nicht, weil dann springt er ja sofort raus. So, wenn ich noch zurück. Hä? Warum ist der denn jetzt rausgeflogen? Der hält ja, warte mal, wenn ich jetzt den ganz, der geht noch hoch, der geht noch hoch, der löst sofort aus, der geht auch noch hoch, der macht einer Schritte, der macht zwei Schritte nach unten, der macht zwei Schritte nach oben.
So, nochmal. Der geht rum. Was ist denn, wenn ich jetzt versuche, den so weit wie möglich nach oben zu kriegen? Ah, der geht ganz runter, okay. Jetzt gehen wir nochmal nach oben. Der macht ja ziemliche Sprünge. Das waren zu viele Sprünge. Also, der nach oben. Dann gehen wir ganz runter. Dann gehen wir nochmal. Wenn ich jetzt den betätige. Bin ich jetzt oben. Den kann ich nochmal. Warum nicht? So, nochmal. Den. So. Nochmal. Aber ist den? Eins, war drei. So, jetzt können wir doch bestimmt nichts. Das war also auch falsch. So, 1, 2, 1, 2. Den hoch. Jetzt müssen wir den wieder runterkriegen, um den wieder hoch zu... Ah, der macht einen Sprung wie sonst was. Ach du Scheiße. Jetzt machen wir den. Den. Wenn ich den jetzt runter mache, fliegt er wieder raus, weil er so einen Sprung nach unten macht. Oder? Geschafft. Wenn ich jetzt den Hauptschalter betätige, sollte es wieder Strom geben. Chaka. Puh, auch das noch, ein Kurzschluss. Da hat der kurze Schluss. So, die Turbinen laufen. Wo war denn jetzt der Kurzschluss? Hierüber hat man Zugang zu den Turbinen. Geht immer noch nicht. Sieht so aus, als müsste ich rausfinden, was da los ist. Die läuft doch jetzt. Wartungsklappe. Sie ist zugeschweißt, als hätte sich jemand auf der anderen Seite verbarrikadiert. Dann... Ich schaute durch die Löcher, aber ich konnte nichts erkennen. Können wir nochmal über die Sonde? Na toll. Vielleicht kann ich mit der Kohle auslocken. Bist du noch da? Ja. Ja, aber nicht mehr lange. Ich gehe dann mal wieder. Tschüss. Hier ist das dunkel. Ganz hinten sehe ich einen beleuchteten Fahrstuhl. Der Rest ist stockfinster. Ich sehe nirgendwo einen Türgriff. Wenn ich rausgehe, kommt der vielleicht wieder rein. Wenn ich rausgehe, kommt er vielleicht raus. Such mal klug. Oder auch nicht. Ich guck mal in. Turbinenkammer, Klappe. Ich glaube, das bringt mich gar nichts.
Wir haben auf jeden Fall eine Red Curry Cola. Was funkelt denn da hinten? Es läuft hier die Wand entlang, und zwar bis hier. Dann verschwindet es einfach. Was sehen wir denn da? Ein Stagger. Ja, Problem gelöst. Wir hatten also einen Kurzschluss. Ja, jetzt laufen die Turbinen. Die liefen ja vorhin schon. Das heißt, wir haben jetzt Strom oben. Oder auch nicht. Hat sich nichts geändert. Weiß nicht. Nee, das bringt ja nichts. Oder wir müssen jetzt mit den Hayopai noch mal reden. Das kann natürlich auch sein. Da steckt man ein bisschen schneller. Dann brauchen wir nicht so lange zu warten. Bist du noch da? Ja. Da geht auch nichts. Ich gehe dann mal wieder. Tschüss. Nee, ich weiß nicht. Sie laufen wieder mit voller Kraft. Das beruhigt. Die Turbinen laufen. Okay. Leer. Da war auch so nichts mehr. Ein Nutrimat. Steck mal in den Monitor. Diese Lichter sollen wohl den richtigen Weg weisen. Geh schon von aus. Die Sonde ist zu weit entfernt. Ich kann keine Verbindung herstellen. Delvin hat zu tun und mit Salvador möchte ich nur im absoluten Notfall sprechen. Boah, kalt. Können wir uns waschen? Nein, das würde alles bloß schaumig werden. Das ist das Wasser von oben. Ich kann ihn einfach nicht finden. Wo hat das Wasser ihn nur hingespült? Nehmen wir jetzt hier und sehen wir nur, in welchen Ecken der sein könnte. Ich kann ihn einfach nicht finden. Wo hat das Wasser ihn nur hingespült? Far, far away. Jetzt müsste es Strom haben. Nein, es ist kaputt. Ja, weil der Chip fehlt. Da fehlt ein neuer Chip. Und was passiert jetzt? Können wir jetzt irgendwas... Es passiert nichts. Das ist eine... Ja. Was ist das? Was? Drei merkwürdige Sockellehnten an der Wand. Lassen Sie mich raten. Das waren Teleporter. Sie stellten sich auf einen, murmelten was in ihr komisches Funkgerät und schwupps waren sie auf einem anderen Planeten. Nein, das waren verrostete Regale. Oh, schade.
Es passiert nichts. Da auch nicht. Auf keinen Fall. Warte. Es passiert nichts. Gib Kohle, du. Weiß nicht. Scheiße. Es passiert nichts. Vielleicht kann die... Ich hatte eine Idee. Ich nahm das Stück Seife und spülte es genau an der gleichen Stelle runter, wo vorher der Kristall gelegen hatte. So. Vielleicht können wir jetzt der Schaumspur folgen. Hallo? Da! Die Seife im Rinnsal. Nette Idee. Haben Sie diesen Datenkristall denn so gefunden? Aber ja doch. Der Schaum wies mir den Weg. Blieb nur noch zu hoffen, dass er noch funktionierte. Ich habe den zweiten Datenkristall gefunden. Kannst du ihn auslesen? Bitte. Nicht schlecht, Funke. Aber du hast deine Pause in den Sand gesetzt. Der verdammte Kristall ist kaputt. Können wir nicht herausfinden, wo Nigel die Daten her hat und sie nochmal runterladen? Die Daten sind ruiniert. Aber der ID-Chip hier scheint noch zu funktionieren. Wenn du ein funktionierendes Terminal findest, kannst du dich mit diesem Kristall unter Nigels Account einloggen. Sein Passwort ist... Blaualge. Natürlich, das meinte Nigel. Die Cyanobakterie ist der Schlüssel. Gib es auf. Der alte Mann wird nichts Bedeutendes gefunden haben. Darf ich ihn wiederhaben? Nimm nur. Jetzt bist du mal im Terminal. Das Gerät ist leider kaputt. Dann nimm mal dieses Terminal. Das Gerät ist leider kaputt. Und der Spinner hängt genau in der Terminal, was gerade noch funktioniert. Unten in der Terminal ist am Arsch. Vielleicht kann Delvin uns ja weiterhelfen. Wie funktioniert die Membran nochmal? Um sie zu benutzen, musst du eine Energiequelle hineinstecken und es dann an den Bohrer anschließen. Das Netz zieht die Energie aus der Batterie und gibt sie konzentriert an das Endgerät ab. Ja, das wissen wir schon. Ich habe den anderen Datenkristall von Nigel gefunden. Super. Salvador arbeitet an einem funktionierenden Terminal, wie du weißt. Ja, weiß ich. Nein. Delvin war noch nicht unten. Der kann damit nichts anfangen. Vielleicht hat der Bock auf eine Cola. Hast du Durst? Kann man das trinken? Ich weiß nicht. Dann lieber nicht. Salvador. Hast du Durst? Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das bringt eine Menge. Finger weg! Wenn du ihn einfach rausziehst, stürzt das System ab. Ja, schon gut. Oder der USB-Stick geht kaputt. Nee. Der verdammte Kristall ist kaputt. Wie kriegen wir denn... Nee. Ja, hab ich mir schon gedacht. Besser nicht. Das bringt nichts. Ach nee. Ich probiere gerade mal blind aus, weil ich ein bisschen im Dunkeln tappe gerade.